Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Und mit wem rede ich jetzt gerade hier? Für eine Antwort wäre ich dankbar. Was ist denn los? Ist es so schlimm? Vielleicht sogar katastrophal. Wir haben Schwierigkeiten mit Dr. Amari. Du hattest schon mit ihr zu tun. Aber vielleicht ist dir nicht klar, welche wichtige Rolle sie für uns spielt. Was denn? Sollen in die Höhle der Erinnerungen gehen. Frau Doktor verpasst ihnen neue Erinnerungen? Dann gehen sie wieder. Aber ihr letzter Patient steckt dort fest. Sein weiterer Weg wurde kompromittiert. Und wir suchen nach Alternativen. Okay. Erzähl mir mehr über die Alternativen. Ja. Wir versuchen, einen anderen Weg zu finden, der an unseren Zielpunkt führt. Vielleicht... Pam, was wäre, wenn wir einen Weg durch Lexington nehmen? Das Switchboard ist ein Nexus der Institutsaktivitäten. Die Entdeckungswahrscheinlichkeit steigt exponentiell zur Nähe zum Nexus. Im Klartext, Pam. Sie sagt, dass wir auf keinen Fall Einsätze im Umfeld des Switchboard durchführen dürfen. Wir müssen die Gen 1 auf dem ursprünglichen Weg beseitigen. Worum geht's denn hier eigentlich? Warum ist es Plan B, sie zu töten? Hervorragende Frage. Ein Angriff auf eine verschanzte Position des Instituts ist immer riskant. Ich möchte keinen unserer besten Agenten in Gefahr bringen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Geh zu Dr. Amari und sag ihr, dass kein anderer Weg möglich ist und du den Weg für ein letztes Mal räumst. Hier steht eine Menge auf dem Spiel, also gib dir Mühe. Okay. Ich glaube, geht ja heiß her jetzt, hä? Pam! Verarbeite. Zur Maximierung der definierten Ziele werden zusätzliche Vorräte benötigt. Okay. Sie müssen ein weiteres DIA-Versteck finden. Okay. Ich kann es bergen. Der Standort des Verstecks wird an Ihren Pip-Boy übertragen. Unterhaltung beendet. Okay. Jackpot, zerstörter Wolkenkratzer. Ja. Ich schätze, du bist hier. Was? Carrington. Unglaublich, dass Des dich unserem Hauptquartier zugewiesen hat. Was hast du denn für ein Problem? Poor Glory, hast du bestimmt noch nie einen Synth getroffen. Nö. Nimm den Hintereingang. Wenn ja, zu viele auch. Leute durch die Church gehen, fliegt das Versteck auf. Ist klar. So, wir haben jetzt... Erinnerung unterbrochen. Sprech mit Dr. Amari. Das ist nur zum Abgeben. Achso, Desdemona müssen wir noch Bericht erstatten, dass die Quest wegkommt. Wo ist sie denn? Ah, hier. Dann mal weg. Ein bisschen Bum-Bum für meine Unterschlupfjungs machen. Ja, Bum-Bum, genau. Bum-Bum in die Buchsen. Offenbar hat Randolph B811 aus dem Commonwealth geschafft. Das ist größtenteils dein Verdienst. Du beweist mehr und mehr, wie wichtig du für die Railroad bist. Das freut mich. Gibt's Bezahlung. helfe gern. Ich helfe gern. Mein Gefühl sagt mir, dass Mr. Timms der ist, der er vorgibt zu sein. Aber Pam ist noch nicht überzeugt. Kein direkter Kontakt, bis sie Entwarnung gibt. Bleib verkleidet, Polygrammfrüstung. Was bekommen wir hier? Bleib verkleidete. Aha. Da haben wir jetzt aktuell ein 32-32-15. 14,6, 18,3. Ja. Komm mal her, ja. An der Spitze muss man aufpassen. Brauchst du was? Man weiß nie, wann man beobachtet klar. wird. Gib schön deinen Müll her. Du sollst doch bloß ein paar Sachen tragen hier. Ein paar Klamotten. So bin ich zu dir, halt da drüben. Kleidung. So. Huch. Nein, das wollte ich nicht. Wo ist es denn jetzt? Achso. Und. Hä? Ach da, Tee. Na, siehste, ein bisschen Rüstung. Totenkopf-Halstuch.
Korsett trägt sich doch bestimmt gut, oder? Mal gucken. Das ist das Korsett. Was? Ob hier der Filzhut steht? Mal gucken. Nee. Okay, ja, immerhin. Gut, wir haben eine Aufgabe. Baumila, wir machen die Erinnerung unterbrochen Quest. Und dazu müssen wir nach Good Neighbor. Und ich bin gespannt, was wir da freiräumen müssen. Und zwar, wie viel. Was uns da erwarten wird. Ja. Bam. Wow, was für ein Drecksloch. Ja. Ich dachte, schlimmer als im Combat Zone könnte es nicht werden. Ach. Ja, ja, ich hoffe, du kaufst was. Selbst ein Mädchen mit einem ganzen Waffenarsenal muss sich schließlich seinen Lebensunterhalt verdienen. Ja. Was steht denn zum Verkauf? Was hast du denn für Waffen? Wenn es töten kann, verkaufe ich es. Schön. Außer Selbstmordgedanken. Die lassen sich so schlecht abpacken. Also, kommen wir ins Geschäft. So, handeln. Dann lass mal sehen, was du so hast. Jede Waffe wurde an jemandem getestet, der es verdient hatte. Das ist gut. Das ist... So, Waffen. Partystarter brauchen wir nicht. Und hier geht es schon los. Oh, 2000... Wieso haben wir hier so viel Schuss? 2403... Boah. Da könnten wir rattern ohne Ende. 2000... Wieso haben wir keine Waffe, die das, Ich glaube, wir brauchen noch, hier auch nochmal. Ratatouille. Schallgedämpft beschleunigt. Ich glaube, wir brauchen so eine Waffe. Sorry. Wie schwer ist denn die? 5,8? Mal her damit. Nein! Was habe ich gekauft? Die zurück. Ach so. Ach, jetzt sehe ich... Ah, okay. Gut. So. Dann nehmen wir das Ganze an. Ich find das klasse, muss ich mal ehrlich sagen. Halt. Und überhaupt und sowieso und... Was ist hier? Oh, ein neues Gesicht. Eine Karotte. Hier ist leider keine Verbindung hierher. Ist hier irgendwas? Nö, ne? Nö. Nix. Und hier war auch nix. Falsche Bescheidenheit. Wir haben bestimmt, was du suchst. Bestimmt. Sie trinkt hier draußen. Ist hier irgendwas? Jede Waffe, die du hier siehst, könnte den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten, Baby. Baby, leider kann ich hier nichts klauen. Das ist schlecht, Baby. Ui. Cleos Terminal. Kommt man da ran? Der Railroad anschließen. Mal speichern. Was ist das eigentlich? Der Railroad anschließen. Ach ja, aber dreimal. Okay, lass sein. Ja. Haben wir. Dreimal schon. So, jetzt können wir hier irgendwas machen. Flame.
Gaunt. Greed. Shit. Aber sie kriegt nichts mit. Gut. Los doch mal. Blade. Board. Board. Hey. Yeah. Notfallpläne. Laserschuss aus großer Entfernung. Sie steht mir zu nahe, als dass ein direkter Angriff keinen Verdacht erregen würde. Zuerst die Leibwächterin töten, im Schlaf erdrosseln, dann sämtliche Camps in Old State House vergiften. Kollateralschaden möglich, Verluste wären aber ohne große Auswirkung auf das Geschäft. Aha. Supermutanten- oder Raiderangriff abwarten. Sprengladung an wichtigen Punkten des Verteidigungsperimeters. Danach Umzug, da Good Neighbor angreifbar wäre. Was ist das denn? Sensoren haben kürzlich Grabungsgeräusche aufgefangen. Arbeiter und Wachen werden zu hohen Löhnen angeheuert. Auf die Nacht warten, dann ins Versteck schleichen, Lampen auseinandernehmen und dann einen nach dem anderen töten. Einen seiner Partner bestechen, gute Hilfe sind heutzutage so schwer zu erhalten. Auch ein Mädchen von Gewerbe hat eine Chance verdient. Das Third Rail als Warnung niederbrennen, wenn sie sich danach querstellt. Sauberer Kopfschuss. Verschwendet hier nur deine Zeit. Rote Gefahr? Richtig gutes Spiel. Was ist mit der roten Gefahr? Okay. So. Lagerhaus. Und wir müssen hier reden. Jetzt bin ich gespannt. Achso, dann starten wir mal erstmal noch einen Besuch hier aus. Hast du was? Tut mir leid, Trout. Ich habe keine Verbesserung fertig. Okay. So, meine Dame. Ja. Das leuchtende Meer, Virgil. Was ist passiert? Tja. Weißt du, wie man Runner-Chips entschlüsselt? Ein Runner-Chip? Du hast gegen einen Runner gekämpft? Wahnsinn. Leider kann ich dir nicht helfen. Ich habe an einer Menge Synths gearbeitet, aber nie an einem Runner. Ich habe keine Ahnung, was dieser Chip macht oder wie man ihn entschlüsselt. Aber es gibt Leute, die das wissen könnten. Ich habe mal mit einer Gruppe gearbeitet, die... Nun, es sind die einzigen, die ich kenne, die das Sicherheitssystem des Instituts knacken könnten. Die Gruppe nennt sich die Railroad. Tja. Danke, Doktor. Ich kenne den Weg. Wirklich? Dann viel Glück. Ich hoffe, sie können dir helfen. Aber wir wollten eigentlich jetzt reden. Amari. Bist du die Kontaktperson, die H222 erwähnt hat? Und ich dachte, ich kenne bereits alle Grausamkeiten, die das Leben einem Menschen antun kann. Der Patient ruht gerade. Wolltest du dich verabschieden? Davon rate ich ab. Er erinnert sich jetzt an nichts mehr aus seinem früheren Leben. Er erinnert sich an überhaupt nichts mehr? Ich bin sehr gründlich. Sein neues Leben begann auf einem kleinen Gehöft bei Roxbury. Mehr weiß er jetzt nicht mehr. Du kannst zwar mit ihm reden, aber egal, was du ihn fragst, er erinnert sich nicht an dich. Und das wird sich auch nicht mehr ändern. Okay. Ich hatte keine Gelegenheit, mich zu verabschieden. Er hat vor der Betäubung recht viel von dir geredet. Tut mir leid, dass du es nicht mehr geschafft hast. Also, wie sieht dein Plan aus? Wie kriegen wir ihn hier raus? Tja. Wir müssen beim ursprünglichen Weg bleiben. Es gibt keine Alternative. Das ist der Plan? Ich dachte, euch wäre Diskretion so wichtig. Aber gut, von mir aus. Wir müssen zum Metro Center in Malden. Alle Synths der ersten Generation dort müssen weg. Verstanden? Alle. Ich lege H222 und sein Schicksal in deine Hände. Sobald er weg ist, hat diese Unterhaltung nie stattgefunden. Okay. Nimm das Holoband auf dem Tisch mit, wenn du gehst.
Darauf ist eine persönliche Nachricht. Nur für dich bestimmt. Okay. Hören wir mal rein. Der Doktor meinte, ich könnte mich verabschieden. Ich habe beschlossen, die Operation durchführen zu lassen. Ich weiß, dass ich dann meine Erinnerung verlieren werde. Aber sei nicht traurig. Ich habe Albträume. Und diese Welt, das SEB, gejagt zu werden, damit komme ich einfach nicht zurecht. Alle sagen, dass es sicherer für mich ist, wenn ich ein neues Leben anfange. Ich weiß, dass ich zumindest glücklicher sein werde. Ich bedauere nur, dass ich alles vergessen werde. Auch den alten Stockton, Highrise und dich. Wenn ich zurückblicke, ist da nur Angst. Schlimmeres als Angst. Aber ich werde meine neuen Freunde vermissen. Es ist soweit, H2. Ich... danke. Wer bist du? Weg von mir! Hey. Der Doc hat gesagt, ich habe eine ansteckende Krankheit oder so. Okay. Ich bin in Quarantäne. Das nehmen wir mal mit. Hier ist... waren wir hier noch nicht? Wow. Ist ja wie Weihnachten hier. Okay. Komm, Kate, wir gehen. So. Da lang dann. Mach ich. Ja, doch. Machen wir. Zumindest fangen wir damit an. Ich bin gespannt. Wo müssen wir denn hin? Okay, Bunker Hill. Da haben wir zumindest in Bunker Hill... ja. Einen Startpunkt. Vernünftigen, das ist in Ordnung. Le Pip Boy. Le Pip Boy. Los, komm. Oh, Bunker Hill. Ich habe gehört, hier kriegt man alles. Dieser Ort wurde gebaut, um etwas zu beschützen. Wir müssen rausfinden, was es ist. Okay. Warum wollte ich dahin? Blödsinn, guck mal, das ist ja so weit weg. Habe ich mich wieder hier austricksen lassen, weil das so stand? Ach, Mann. So, wir merken uns auf alle Fälle, Bunker Hill ist irgendetwas versteckt, ne? Slocum Joe. Halt. So. Wir werden mal hier zum Krankenhaus. Da sind wir falsch gereist. Sorry for that. Ja, die Knifte, die haben wir leider noch nicht, aber die wär's. So, na komm. So, Waffe raus. Hallo. War ja klar, dass es hier gleich losgeht. Komm schon. War das etwa schon alles? Ja, scheinbar. Ach, da wartet schon Glory. Moment. Uns wurde derselbe verdammte Auftrag zugewiesen? Bei all unserem Bereichseinteilungsbullshit musste so ein Mist ja mal passieren. Du hast den Auftrag von der Good Neighbor Dienststelle bekommen. Ich vom Unterschlupf Griswold. Tja. Wie kann sowas überhaupt passieren? Tja, Griswold hat Probleme und schickt dem Hauptquartier eine rätselhafte Botschaft. Brauchen Hilfe. Aber auch Frau Doktor hat Probleme und schickt ihre eigene verdammte Botschaft. Und dann fängt die Komödie an.
Das ist der Preis, den wir für unsere Sicherheit bezahlen. Sag mir bloß nicht, dass du den Mist glaubst. Meine Güte. Also, da wir ja beide hier sind, könnten wir doch auch gemeinsam die Erde zum Beben bringen, oder nicht? Hab schon lange darauf gewartet, dich mal in Aktion zu sehen. Ui, wie bist du denn drauf? Weißt du was Genaueres über den Einsatz? Die haben mir gerade mal so gesagt, wohin ich gehen soll. Zeigen wir es ihnen, Glory. Geh du ruhig vor. Geh mal wenigstens... Ne, du kannst doch mitkommen, Kate. Ja. Right. Da. Und... Was sind denn das hier? Jetzt muss ich mal kurz gucken hier nach meinen... Sniper... Hä? Okay. Na, also. Und rein da. Wo ist denn die andere Sniper hin? Wartet mal kurz. Ja, die ist bloß. Nee, ist okay. Nee. Und wir haben ja hoffentlich... Oh. Wir können... Ach, wir können ja hier... Ah, Kuh und... Was, du hast was gehört? Meine Jungs aus Griswold haben mir rein gar nichts über diesen Ort erzählt. Nur Walden Sands. Quatsch. Jetzt ist er weg. Komm. Daneben. Einer weg. Ach, komm. Genau so wird das gemacht. Boah, die säbelt aber hier was zusammen, du. Aber das gibt Munition, das gibt Munition. Ich freue mich schon. Wow. Ich glaube... Ja. Aber einen ganz schlechten. Und wie der Tag weitergehen wird, das sehen wir in der nächsten Folge, liebe Leute. Bis dahin, euer Firefox.